Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ausfahrt TV Plus. Ich rede mit euch, mache ich heute aber gar nicht so viel, doch irgendwie schon Vlog-Style. Aber ich kann jetzt nicht mit der Kamera rumschütteln, weil die auf dem Stativ steht. Ich mokel heute wieder weiter an dem einem Bulli rum, an dem VW T5 mit CNG-Antrieb. Bevor ich das mache, wollte ich ganz kurz was erklären. Der ein oder andere hat denn hier zwei oder drei Kommentare, waren das, ich glaube sogar vier, weiß ich nicht. Aber jedenfalls, was will ich denn mit diesem Bulli? Und das will ich ganz kurz erklären. Ich hatte mir im Sommer letzten Jahres überlegt, dass ich ganz gerne ein Fahrzeug mit Erdgasantrieb, also mit CNG-Antrieb zulegen möchte, um das ein bisschen zu leben. Weil ich persönlich denke, dass das eine verdammt gute Sache ist und aber leider viel zu unbekannt ist in Deutschland. Und ich bin ja nun mal sowas wie so ein Influencer. Ich habe so ein bisschen Reichweite und kann Leute inspirieren, das eine oder andere zumindest mal zu überlegen. Und weil ich persönlich CNG wirklich klasse finde, habe ich mir gedacht, ich mache das. Und mein ursprünglicher Plan war, dass ich mir einen Caddy oder ein Combo nehme. Zwar einen Kastenwagen, aber ein Caddy oder ein Combo mit dem Hintergedanken, das ist eine feine Idee, weil es die halt auch als zivile Version gibt mit Sitzen und das ist dann ein prima Familienauto. Ein preiswertes Familienauto, was du mit CNG fahren kannst. Also die älteren Versionen, ne? Der neue Combo, den gibt es ja leider nicht mit CNG. Der neue Caddy soll aber auch wieder mit Erdgasantrieb kommen. Und dann habe ich mit der EWE gesprochen, weil ich dann Kontakt habe und gefragt, ob ich eins von den Autos haben kann. Und das hat dann auch geklappt. Und als ich mir das aussuchen wollte, beziehungsweise als ich die Entscheidung treffen wollte, nehme ich ein Combo oder ein Caddy, da hatten die dann auch einen T5 da stehen. Und an der Stelle ist die Vernunft einfach ausgestiegen. Ist einfach weggegangen. Ne? Vernunft war nicht mehr da und mir war eigentlich klar, ich will den Bulli haben, weil ich wollte schon immer mal einen Bulli haben. Und ja, dann habe ich den Bulli halt genommen, weil der preislich dann auch noch ganz gut passte. Und die Frage war eigentlich, was ich mit dem Fahrzeug will. Also mit dem Fahrzeug wollen einmal CNG ein bisschen erleben im Alltag, wobei ich den jetzt natürlich nicht so stark im Alltag fahren werde, aber es ist trotzdem, es geht ja schon alleine, fährst du mal nach Frankfurt runter, ne? Und das werde ich mit dem bestimmt das eine oder andere Mal machen. Wie ist es denn mit den Gastankstellen? Ich habe jetzt gerade hier vor der Tür stehen den Arona, das Seat Arona als CNG-Version. Bin damit nach Düsseldorf gefahren und auf halber Strecke habe ich eine CNG-Tankstelle gesucht. Die gibt es ja durchaus, aber um da noch eine Preiswerte zu finden, muss ich halt von der Autobahn runter, eine halbe Stunde, ne? Habe ich verloren dadurch. Also ja, ist jetzt nicht so ein Drama, aber es ist schon immer ganz interessant, das dann wirklich zu erleben. Und da ich die Testwagen ja immer nur irgendwie zwei Wochen wollte ich sagen, habe ich gedacht, es ist schon sinnvoll, so ein eigenes Projekt zu machen und das ja zu verinnerlichen und euch da auch immer mal wieder ein Stückchen mitzunehmen. Und warum ein Caddy oder ein Bulli? Ist auch relativ klar, ich möchte hier am Bilsterberg einiges verändern und dafür muss ich erstmal eine ganze Menge Zeug zum Reststoffhof bringen. Und ich habe auch noch hier und da verstreut, ich habe ja noch ein Büro, zu Hause habe ich auch noch ein Büro, ich habe noch eine Garage und ich habe hier und da noch Sachen ausgelagert. Um die alleine alle mal an einen Fleck zu kriegen, brauche ich ständig irgendwas, wo ich mal schnell was reinschmeißen kann. Und das mache ich nicht mit dem Testwagen, weil die Sachen sind dann meistens angestaubt. Also ich wollte irgendwas Robustes haben. Und der erste Verwendungszweck ist tatsächlich Transporter. Ich möchte Sachen transportieren. Wenn das dann hier irgendwann alles soweit ist und ihr werdet live dabei sein, wenn es sich entwickelt, dann weiß ich noch nicht. Habe ich keine Ahnung. Also ich gehe erstmal davon aus, dass ich einen Bulli 2 Jahre fahre. Der ist für mich Corsa-Ersatz auch gleichzeitig. Weil den Corsa habe ich ja abgegeben und in dem Sinne ist erstmal so ein bisschen Spielspaß und Spannung. Und dazu kommt noch, ich habe hier den Chevy und was ich an dem machen muss, ist hauptsächlich restaurieren, instand setzen und heile machen. Dann habe ich den Porsche, an dem kann ich gar nichts machen.
möchte ich auch nichts, der soll so original bleiben, wie er ist, der ist quasi nichts an Veränderung. Und ich habe aber voll Bock, mal wieder so rumzumokeln halt, ne? Irgendwie so Sachen zu machen, sei es auch nur ein Radio einbauen, ne? So ganz profan, Boxen nachrüsten. Und so möchte ich mir diesen Tier 5 schön machen. Also so schön in meinem Sinne. Ihr wisst schon, dicke Felgen, Folierung, ne? Alles, was man so braucht bei so einem Bulli mit 116 PS. Ja. Naja, also das ist so der Hintergedanke. Darum steht er jetzt hier und darum habe ich ihn gekauft. Und jetzt geht's los und ich zeige euch, was ich den ganzen Tag über gemacht habe. Jetzt haben wir also quasi so eine Rückblende, wobei ich das halt, ich habe heute Morgen keine Anmoderation gemacht und ich wollte euch das noch mitgeben. Jetzt geht's aber los. Ich habe für heute nur so Kleinigkeiten, aber die halt gemacht werden müssen und mir macht das halt auch richtig Spaß. Also das Erste, was ich heute machen werde, ist diese reflektierenden Folien abziehen, die ich ja überall am Fahrzeug habe, ordentlich angebracht. Und genau so ist es auch der Vorschrift nach, wenn man einen Auftrag hat und dem Allgemeinwohl dient. Ich bin gestern, nicht gestern, ich bin am Freitag, glaube ich, war das, extra noch zum TÜV gefahren, weil es mich einfach interessiert hat, hat den TÜV-Prüfer gefragt, der hat in so einem Handbuch, glaube ich, war das nachgeguckt, hat ein bisschen gesucht, hat auch gedauert, fand ich total lieb, dass sie sich so viel Mühe gegeben haben und hat mir dann gesagt, für ihn ausschlaggebend an dieser Stelle wäre Paragraph 53 StVO und die regelt das unter anderem, dass man mit dem Ding so halt Sonderrechte hat und daraus konkludent oder wie auch immer abgeleitet, würde das heißen, dass das Fahrzeug, wenn es so gekennzeichnet ist, erstmal den Behörden suggerieren würde, ich hätte vermutlich Sonderrechte. Und mal ganz im Ernst, ich habe ja so ein bisschen Vorbildcharakter auch, ne? Also versuche ich zumindest zu haben, dass ich die Sachen immer ein bisschen ordentlicher mache, als ich vielleicht müsste. Ich möchte aber nicht hier stehen als Hampelmann vor der Kamera und euch sagen, ja, probiere ich erstmal aus, ne? Mal gucken, was die so sagen. Nein, wenn es da so einen Anfangsverdacht gibt, da bin ich dann obrigkeitshörig und mache das weg. Man hat mich schon gewarnt, es wird ein bisschen schwieriger als die anderen Aufkleber. Let's go. Das hat man, glaube ich, in einem Video auch schon gesehen. Die gehen tatsächlich deutlich schwieriger ab. Der Trick ist, glaube ich, also das ist ja so eine zweiteilige Folie. Im Prinzip oben drüber sitzt so ein Wabenstrukturding, was vermutlich auch für die Reflexion sorgt. Und darunter ist halt der ganz normale Aufkleber. Und wenn man das in einem Stück abkriegt, geht es ganz gut. Muss man halt ein bisschen Geduld haben und noch sorgsamer arbeiten als bei den anderen Aufklebern. Aber ich bin guter Dinge, dass ich die trotzdem alle abkriege. Und was ich hier nachher mit diesen Kleberresten mache, weiß ich noch nicht. Da kümmere ich mich erst drum, wenn das soweit ist. Eine Sache noch. Ich stelle jetzt mal um hier. Ich drehe oder habe die anderen Clips bisher immer nur mit dem iPhone gedreht. Das hat ja auch eine super Zeitrafferfunktion. Problem ist halt bloß immer, wenn mich jemand anruft, springt der Zeitraffer wieder raus. Und ich nehme jetzt einfach die GoPro und dann kann ich zwischendurch mit euch auch mal wieder reden. Ne? Hier, so, hallo. Erstaunlich gut geklappt. Ich würde jetzt sagen, jetzt habe ich den Bogen raus, aber ich glaube es eher nicht. Ich vermute mal, es ist wirklich, du musst genau die richtige Wärme haben, nicht zu warm, weil dann reißt die Folie halt, dann ist sie zu dehnbar, aber warm genug, dass sich der Klebstoff unten löst und das hat man, glaube ich, eben vorne gesehen, wenn du diese warme Struktur oben erstmal runter hast, dann ist der Rest echt nur Fummelarbeit. Und der ganze Kleber bleibt auf dem Lack. Und wenn man jetzt hier mal guckt, das ist schon bis auf die Ansätze hier vorne, ist das wirklich schön abgegangen. Ne? Ja, jetzt mache ich das mit diesem Vorwärmen hier hinten halt genauso, in der Hoffnung, dass es genau das war und dass ich das auch wieder genauso hinbekomme. Was natürlich auch sein kann, von vorne kommt noch die kalte Luft rein, da kriege ich das Blech nie so richtig warm. Oh, man weiß es nicht, ne? Ich bin ja auch kein Profi, ey. Was soll's, Kinder? Es muss gemacht werden.
trotz Erfahrung hat das jetzt hier wieder ewig gedauert. Ich habe auch ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung. Ich glaube, es ist wirklich die richtige Temperatur. Man bräuchte quasi so ein Fleischthermometer für den Lack, glaube ich. Und dann kannst du es einigermaßen abziehen. Ja, jetzt werde ich mal tatsächlich googeln, wie ich hier diese Klebereste am besten wegkriege. Einmal die Kleberänder, das ist ja die eine Sache. Und dann aber das, was ich eben hier fabriziert habe, das ist wieder eine ganz andere Sache. Ja, mal gucken. Bei vollkommener Ahnungslosigkeit. Aber das ist ja das Schöne und darum mache ich das auch, weil ich denke, sind ja nicht nur Vollprofis immer unterwegs und vielleicht kann ich den einen oder anderen animieren, Kleinigkeiten dann auch mal selber zu machen. Naja, die Internetrecherche hat ergeben, es gibt Aufkleberentferner. Hätte ich vielleicht ein bisschen früher recherchieren können. Ich mache jetzt erstmal Plan B, stand auch, dass viele Aufkleber halt wasserlöslich sind. Und im ersten Schritt habe ich mal den Hinweis von Micha, hier, der damals mir die Sonax-Produkte erklärt hat, aufgegriffen und das Ganze erstmal nur mit Scheibenklar eingeschmiert, weil Scheibenklar hilft ja immer, habe ich gehört. Und als nächsten Gang werde ich dann da einmal Wasser drüber spritzen. Und dann werde ich mal gucken, ob sich das vielleicht einfach so lösen lässt. Das wäre mir eigentlich am liebsten. Ich würde den Wagen nämlich gleich eigentlich ganz gerne noch waschen. Ja, und hier, das sind so Sachen, da muss ich mich später drum kümmern. Ja, und jetzt mit dem Scheibenklar kommen auch die Schriftzüge wieder viel deutlicher raus. Also scheint es zumindest irgendwas zu bewirken. Ja, sagen wir mal so, die Ränder kriege ich damit weg. Aber hier der Kleber. Scheint ein bisschen resistenter zu sein, wobei sich der auch anlöst. Vielleicht muss ich auch einfach noch ein bisschen warten, aber Geduld ist ja nicht unbedingt meine stärkste Seite. Ne? Was soll ich sagen? Ich habe schon überlegt, ob ich im Baumarkt fahre, aber der nächste Baumarkt ist halt halbe Stunde oder so in der Art. Und dann denke ich, Zeit kann ich auch besser nutzen, aber das sieht erstmal nicht so schön aus, ne? Nicht ganz so erfolgreich, wie ich mir das gedacht habe. Jetzt gucken wir nochmal, was ist hier, ah, das geht aber weg. Also die Ränder kann ich einfach so wegwischen. Das ist schon mal schön. Ah, das geht ganz gut, ne? Da sieht man zwar die Aufkleber auch noch. Durchschimmern, also da, wo die Aufkleber waren, das sieht man noch. Aber das sieht hier schon mal ganz ordentlich aus. Das geht auf jeden Fall ein bisschen weg. Ah, seht ihr gar nichts, ne? Seht ihr nur blau auf blau. Aber gut. Ja, und ich weiß, es kommen wieder irgendwelche Leute. Ja, du machst wieder Kratzer rein. Ja. Aber nicht wirklich. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich rege mich jetzt gerade mega über mich auf. Also über mich und niemand anderen. Ich habe den Akkuschrauber wieder mit nach Hause genommen. Weil ich dachte, wenn ich den nicht mitnehme, dann ärgere ich mich. Weil ich brauchte den ja zu Hause. Und also ich brauche ihn natürlich nicht, aber falls ich ihn brauchen sollte, dann ist er zu Hause und ich ärgere mich halt mega, wenn er nicht zu Hause ist. Ja, und Ende vom Lied ist, ich habe hier beim letzten Mal ein paar Schrauben aus diesem Kasten rausgezogen, mit dem die Gasflaschen verschallt sind. Und das macht natürlich verdammt viel Sinn, die da auch wieder reinzuschrauben erstmal. Wobei auch das war ganz interessant. Beim TÜV habe ich auch gefragt, ob die eine Gasprüfung machen und der sagte mir dann, ja, die Flaschen müssen frei zugänglich sein. Sag ich, Witzbrötchen, die sind bei mir in so einem Reck drinne quasi. Sagt er, ja, müssen wir mal gucken. Ja, ja, und jetzt schraube ich die Schrauben fest mit so einem, was das auch immer ist, geht. Aber am Akkuschrauber wäre es doch irgendwie deutlich einfacher. Das ist auch, ich habe in letzter Zeit eine ganze Menge Do-it-yourself-Videos geguckt. Also hier Vanlife, ne? Van-Ausbau. Und da wundere ich mich doch, wie viel die mit der Hand schrauben.
wenn du doch einen Akkuschrauber nehmen kannst. Ich meine, ist doch viel besser, oder? Finde ich jetzt zumindest. Ja, und die nächste Sache, also ich möchte jetzt eigentlich das Auto einmal ganz gerne waschen fahren. Und bevor ich das machen kann, muss ich die Batterie wieder anklemmen. Und bevor ich die Batterie wieder anklemmen kann, muss ich diese gekappten Kabel da hinten versorgen. Weil ich nicht weiß, ob da noch Strom drauf ist oder nicht. Und da nimmst du ja normalerweise einen Seitenschneider für. Den habe ich natürlich nicht hier. Und werde das hier mit so einer Hobbygartenschere machen, glaube ich. Aber irgendwie, ich muss die ja nur so ein bisschen freilegen, damit ich die halt abisolieren kann. Ja, ist halt so, ne? Wenn du nicht gut vorbereitet bist, ist alles immer ein bisschen dämlich. Gut, ich schraube jetzt hier mal lustig. Ja, die Schere war zumindest gut, um das Außen ein bisschen aufzutrennen und die beiden Dinger da rauszuholen. Ich habe auch noch mal kontrolliert, dass die halt nicht offen sind. Jetzt klebe ich die noch mal eben ab. So, und damit die nicht so rumschlackern, habe ich die noch eben hier provisorisch festgemacht. Das ist alles keine hohe Kunst, aber es reicht ja. Ich will halt bloß nicht, dass sie hier so rumklappern und machen. Das Kabel lasse ich übrigens so, das ist abisoliert. Dann muss ich nichts machen. Jetzt kann ich die Batterie wieder anklemmen, endlich. Auch so eine Sache, dumm nicht bedacht. Kennzeichenhalter kann ich jetzt auch losschreiben, aber das meine ich gar nicht. Ich habe kurze Kennzeichen, ne? Ich habe nur ein 6 Zeichen. Und damit passen, also habe ich mir 46er geholt. Und das sind aber große Halter, die auch noch außen geschraubt sind. Zumindest die vorne, hinten geht's. Ich schraube die jetzt mal ab, weil auch da kann ich ja hinter sauber machen, bevor ich dann die neuen wieder dran schraube und gucke, ja, wie ich das mache mit den Löchern. Das stört mich halt richtig. Ich finde das irgendwie extrem ätzend bis hässlich, wenn man so Löcher in der Stoßstange hat, ne? Das Praktische hier im Bilster Werk ist ja, dass es auch eine Waschstelle gibt. Kann man zwar auch nicht überstrapazieren, aber genau da fahre ich jetzt mal hin. Und neulich für die Bigger-Aktion oder nachdem mir der Micha die Sonax-Produkte näher gebracht hat, sozusagen, war ich auch fett einkaufen. Und tatsächlich habe ich eingekauft. Ne? Ich habe jetzt nicht mir alles von Sonax schicken lassen. Die haben mir zwar auch noch zwei, drei Sachen so geschickt, aber den Großteil habe ich tatsächlich gekauft. Und jetzt kann ich das endlich mal nutzen, das Zeug. Ne? Das finde ich schon ganz gut. Ja, Kärcher, Bulli, Jan. Ich versuch's mal. Gewaschen ist, aber ich merke, da muss noch wesentlich mehr passieren. Lustigerweise, da wo ich mit Scheibenklar an den Aufklebern war, also hier zum Beispiel an der Tür stand ja auch EWE-Netz, da sieht man so gut wie gar nichts mehr, aber hier höchste Netzqualität für Sie, das ist noch da. Ja. Und so ganz den Farbunterschied wegbekommen habe ich natürlich nicht. Sieht man hier, aber auch da habe ich, glaube ich, mit Scheibenklar nicht ganz so gut vorbearbeitet. Da sind aber eh so ein paar Ecken, da merke ich, der Lack braucht ein bisschen mehr Pflege als nur einmal waschen. Auch hier hinten die Schriftzüge, ja doch, hier sieht man noch ein E. Aber das sieht eigentlich ganz gut aus, aber wenn man mal genauer hinguckt, hier sind überall so Teerflecken und so drauf. Also da muss der kleine Janni noch mal in Ruhe ran.
Die Seite sieht eigentlich ganz gut aus. Den Kopf erkennt man aber immer noch, dass der da war. Aber ich finde jetzt zumindest hier so in der Halle erstmal der Farbunterschied nicht ganz so groß. Hier ist dafür aber nochmal diese Kratzerleiste. Auch da muss ich nochmal irgendwas überlegen. Und auch hier ist der Umriss. Den habe ich, da habe ich auch nicht gut vorgearbeitet. Ja. Und die Kleber, die dachte ich ja, wenn ich das so ein bisschen einweiche und übermöbel, gehen die dann weg. Aber das hat leider auch nicht so gut geklappt. Also das gehe ich in den Baumarkt und kaufe mir Aufkleberlöse. Hier sieht man das auch nochmal ganz schön. Und die Haube, wenn ich das rübergehe, da spüre ich eine ganze Menge Unregelmäßigkeiten, Unebenheiten. Aber so mit ein bisschen Abstand, ne? Sieht doch ganz schön aus. Jetzt. Ja, beste Netzqualität für Sie. Gut. Ich mache jetzt hier noch ein bisschen sauber. Ich fahre den Wagen erst raus, mache die Halle dann sauber und dann geht es in meine Halle weiter. So, dann sind wir wieder in der Halle. Ich habe ihn eben noch mal im Tuch zumindest ein bisschen trocken gemacht. Hilft aber nichts. Gesehen, hier unten ist eine Beule, war ich nicht. Ne? Wollte ich doch mal gesagt haben. Dann haben wir hier einen Rostpickel. Da muss auch was gemacht werden. Aber sonst sieht es eigentlich ganz gut aus. Ja, ich bin jetzt fertig mit außen. Und das soll auch das Ende von diesem Clip sein, sonst wären die ja immer so lang und das wollt ihr auch nicht. Ne? In dem Sinne, danke fürs Zuschauen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, gereinigt habe ich Sonax Multistar erst, das war die Vorbehandlung, Kraftreiniger. Und danach den Active Foam, den habe ich wohl ein bisschen falsch dosiert, weil der nicht so gefoamt hat halt. Aber es hat gereicht, um das Auto hier sauber zu machen. Und ich finde, man sollte es auch sehen, so im Hintergrund, diese Schattenwürfe von dem geklebten Mann sind jetzt doch weitestgehend weg. Aber das ist noch nicht der Weisheit letzter Schluss. Ja, wenn irgendwie was ist, schreibt es mir in die Kommentare. So, ja, noch was, die Klebefetzen sind auch nicht weg. Hole ich mir jetzt aus dem Baumarkt so einen Löser und das mache ich dann beim nächsten Mal. Wenn ich wieder hier bin, als nächsten Schritt will ich aber den Innenraum fertig machen und die Nummernschilder wollte ich auch noch dran schrauben. Ne? Gut, das soll es gewesen sein. Ich freue mich über eure Kommentare, Anregungen. Was habe ich falsch gemacht? Ich hoffe, ihr habt beim Waschen nicht genau zugeguckt, meine Herren. Gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Ich verabschiede mich jetzt an dieser Stelle wie immer und sage Tschüss, bis dann, euer Jan.